Was sagt mal, Motherfuckers? Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder da. Was auch immer. Eigentlich könnt ihr jetzt alle wieder abschalten. Nee, Spaß. Ich spiele Geometry Dash, nicht Clash Royale. Und zwar dieses coole Level hier: Endorphin Rush von Taman. Bevor es losgeht, verkacke ich an dem Dreiersprung. Mache ich noch einen Practice Run, damit alle wissen, wie das Level so aufgebaut ist. Und ich muss die ganze Zeit hochziehen, das mache ich in jedem meiner Videos eigentlich. Tut mir dafür tut mir das auf jeden Fall leid. Also so schwer ist das Level auf jeden Fall nicht. Und hier muss ich Low Detail Mode nehmen, das tut mir echt leid, aber wegen der Aufnahme laggt es zu sehr. Nein. Oh, dieser Sprung. So, nein. Da. Da. Hey. Willst du mich komplett verarschen? Als ob man bei dem Sprung gar nichts machen muss. Ich habe da die ganze. Oh nein. Bitte sag mir, dass das nicht. Leck mich. Alter, bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Oh, wie es gerade leckt. Was ist los? Okay. Also hier ist auf jeden Fall die erste Coin. Da muss man diesen Sprung machen. Hier ist ein bisschen gespamme. Und dann kommt auch schon der Drop. Okay, das war krass. Nein, Alter, wie es leckt. So. Der Low Detail Mode ist doch an. Die Wave ist ein bisschen tricky eigentlich, aber die kann man auch ganz easy überleben. Der Flugzeugpart ist auch nichts. Hier muss man timen. Spam hier durch. Hier muss man nur die paar Orbs benutzen. Das ist auch recht übersichtlich. Hier muss man spät springen. Hier in der Mitte, weil sonst springt man zu weit. Dann ist auch hier schon die Coin. So, hier drüber nicht den blauen benutzen. Dann hier, hier, hier. Easy, easy, easy. So, den Orb benutzen. Springen, Roll-Up, bla bla bla. Double Roll. Oh, sterben. So, Spam, das hier, da an die Decke, so hier rüber, da, nicht hier springen, weil sonst sieht man das. Sondern so machen und dann hier Spam und dann ist das Level auch schon fertig. Weil da war noch eine Coin. So. So, das war doch eigentlich relativ laggy. Wieso laggt das so? Ich mach mal einen kurzen Cut, ich will gucken, warum es laggt. Okay. Ich habe nicht wirklich was gefunden, aber naja. Okay. Hier muss man ja gar nichts machen. Mann, ich bin die ganze Zeit gesprungen und bin da so oft so unnötig gestorben, ne? So. Wieso leckt es? Sei mal ehrlich. Nein. Hä, warum leckt denn das so? Wieso ist meine Nase so verstopft? Ich will wirklich wissen, warum das so leckt. Ich meine, das hat vorher einfach nicht geleckt und jetzt leckt es plötzlich. Und das liegt auf jeden Fall nicht an der Aufnahme, das ist klar. Das weiß ich. So. Nein, das ist dann der letzte blöde Sprung. Okay. Sprung, Sprung. Kleinerer Sprung, großer Sprung. Der Spam-Part. Okay. Es hat schon wieder geleckt. Ich meine, ihr habt jetzt gehört, die Audio war ein bisschen verrutscht. Egal. Nochmal stoppt man jetzt zum Drop. Los. Okay. Wow. Okay, ist okay. Dann nimm halt nicht an, dass ich springe. Ich springe und. Also ich drücke und er nimmt sich an. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich noch gucken, wie man dieses Touch Exposed anmacht. Also, dass man drückt und dass dann so ein kleiner weißer Punkt kommt. Aber das kam bei mir irgendwie nicht. Und deswegen. Ja, ist das jetzt nicht so. Aber ich hoffe, ihr vertraut mir alle, dass ich nicht hacke. Das wäre echt schön von euch. So, okay.
Kann es sein, dass ich das letzte Mal schon wieder hier gesprungen bin? So aus Reflex? Wieso leckt es denn so? Hä? Ich verstehe das echt nicht. Ich mach das auch mal aus. Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott, ey. Es hat davor halt nicht geleckt. Und vor allem in so einem Level sollte es nicht lecken. Ach, hier gibt es übrigens einen kleinen anderen Weg. Man springt hier einfach rüber. Macht dann so. Anstatt diesen blauen Gravity Switch zu benutzen. So, okay. Auch gut. Und das leckt schon wieder und ich springe nicht richtig. Was ist denn los mit mir? Wieso bin ich gerade so schlecht? Oh Mann. Alter. Alter, okay. Wenn wir noch vielleicht einmal einen richtigen Attempt machen könnten. Okay. So. Man kann nicht richtig springen, wenn das so leckt. Ich verstehe es nicht. Wieso leckt es so? Wieso leckt dieser Part so? Alter. Zack. Ich bin schon wieder gesprungen, seht das? Ich mach das auch so fleck, weil ich es davor immer gemacht habe. So, okay. Klar, großer Sprung. So. Die Audio verrutscht immer, ich weiß es nicht. Okay. Springen, so. Und dann bin ich zu dumm für alles auf dieser Welt. Beim nächsten, wenn ich das nächste Mal einen Drop erreiche, halte ich die Klappe. Ohne Witz, ey. Oh Mann, das geht ja gar nicht. Ich mache einen kurzen Cut, bis ich wieder beim Drop bin. Okay, ich bin wieder beim Drop. Und lecken tut's jetzt auch nicht mehr. Also los. Ja, cool. Oh Gott, wie schlecht war das denn bitte? Oh Mann. Also ich bin froh, dass es fürs Erste nicht mehr leckt, dann kann ich auch wieder richtig spielen. Ich frage mich, ob die Aufnahme bei euch leckt. Ich hoffe nicht. Hier, da seht ihr, es leckt nicht mehr. Wieso nimmt er meinen Spam nicht an? Ich verstehe es nicht. Ich spamme und er nimmt es nicht an. Das ist voll doof. Okay. Sprung, kleiner Sprung, großer Sprung. Oh Gott, war es knapp. Jo, nein! Reg mich doch nicht so auf. Alter. So ein Mist, ey. Was war das? Okay, so. Wir kommen zum Drop. Sprung, Spam. Okay.
Tada! Und da haben wir es auch schon geschafft. GG. Ja, nice one, ne? Alles klar. 465 Attempts. Ich weiß nicht, ob das jetzt ultra gut ist oder total scheiße. Auf jeden Fall. Warte mal hinten mal kurz. So. So schlecht war es jetzt auch nicht, oder? Tada! So. Jo. Ach ja, nur noch einmal. Das sind meine Stats. Die nicht laden. So. Moment. So, das musste jetzt sein. So. Also ich habe wirklich schon ein bisschen länger gespielt und also ich hacke wirklich nicht, für alle, die das denken. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, drückt dann zweimal den Dislike-Button, einmal den Like-Button. Wenn ihr das mögt, abonniert mich und lasst es mich wissen. Dann mache ich auf jeden Fall noch was. Ich habe jetzt in Anspruch genommen, das hier jetzt als nächstes zu machen, das Demon. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann bin ich raus. Ciao.